Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie. Wir haben in der letzten Folge eine Welt geöffnet und wir wollen diese Welt natürlich jetzt auch betreten. Die sogenannten Steinhagelgipfel. Das ist eine wunderschöne Welt, denn was fehlt noch in diesem Jump'n'Run? Die obligatorische Lava-Welt und die obligatorische Eiswelt. Und in den Steinhagelgipfeln, da gipfeln die beiden Welten aufeinander. Da werden die zusammengeschmissen und verschmelzen zu einer einzigen Welt. Finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, dass man heiß und kalt nebeneinander setzt. Dementsprechend ist das auf jeden Fall eine Welt, die ich durchaus genießen kann. Viel, viel besser als die Grunti GmbH, zu der ich eigentlich nochmal hätte zurückgehen können, um mir jetzt endlich mal den Move zu holen, den ich hier die ganze Zeit gesucht habe. Denn mir wurde jetzt gesagt, wo der ist ungefähr und der soll ja ganz einfach zu bekommen sein. Und hätte ich gewusst, dass ich ja die ganze Zeit in der Grunti GmbH den Move schon hatte, dass ich Sachen in meinen Rucksack packen kann, das habe ich ja nicht bewusst wahrgenommen, dass ich das die ganze Zeit schon konnte. Denn ich hätte schon längst mal die Batterien holen können und hätte mir einige Eingänge auf jeden Fall öffnen können in der Grunti GmbH. Warum ich jetzt gehe und nicht den Teleporter benutze, weiß ich selber nicht so ganz genau. Meine Gedanken sind schon wieder im Himmel, in den Wolken, in den Sternen. Ich weiß das auch nicht so genau. Deswegen werden wir ihn jetzt benutzen, auf zur hohen Klippe. Dort ist der Welteneingang. Und ja, Heidewitzka, ne? Das ist ein bisschen doof gelaufen, die letzten Aufnahmen. Also, dass ich da die ganze Zeit echt nicht gemerkt habe, dass ich den Move schon längst habe, den ich die ganze Zeit verzweifelt suche, war ein bisschen peinlich, möchte ich sagen. Ich schäme mich auch so ein ganz kleines bisschen dafür. Ich habe ein leicht rotes Gesicht bekommen, als ich das alles gelesen habe. Und als ich es dann schlussendlich selber festgestellt habe in der dritten Welt, die wir ja erfolgreich abgeschlossen haben. Ich werde dann wahrscheinlich als nächstes mal die vierte Welt abschließen, aber dafür brauche ich den Gleitflug, den ich aber, glaube ich, hier lernen kann. Das ist ja schon mal schön. So, was, ich kann ja hier mit dem Plopschuh da hoch, ne? Soll ich das mal machen? Ich habe das ja gerade gesehen, warum eigentlich nicht? Was ist da oben für ein Viech? Das ist doch ein Globo, oder nicht? Den, ja, triff doch mal dieses komische, lange, grüne Ding da. Dankeschön. Man nennt es auch Liane oder moosbewachsener Schwengel. Ich weiß es nicht so genau, woran ich mich gerade festgehalten habe. Hauptsache, es transportiert mich nach oben. Ich bin da nicht allzu wählerisch, was sowas angeht. So, ja, dann machen wir das doch mal eben. Da. Das war Absicht. Ich wollte mal gucken, ich wollte mal die Radieschen von unten sehen. Scheiße. Leck mich am Mocha. Jetzt bin ich ja wieder im Exoland. Was soll ich hier im Legoland? Lego ist out. Ne, Lego ist cool. Ich würde mir auch echt gern wieder Lego kaufen, aber wisst ihr, wie schweineteuer Lego ist? Und wenn man sich als erwachsener Mann Lego kauft, ne? Dann weiß ich auch nicht. Ist so ein bisschen komisch. Aber für einige ist es ja auch komisch, wenn man als erwachsener Mann... Ja gut, ich bin ja noch relativ jung, aber andere sind ja auch schon älter, die Videospiele spielen. Da wird ja auch gerne mal das Ganze belächelt und nicht ganz ernst genommen. Aber ich glaube, das verändert sich auch so ein bisschen. Es wächst jetzt auf jeden Fall eine Generation heran, die mit diesem Medium aufgewachsen ist. Deswegen glaube ich ganz stark, dass das sich so ein bisschen zurückfahren wird. Und man darf nicht vergessen, ne? Es klingt jetzt ein bisschen doof, wenn ich das sage, aber Videospiele sind echt noch ein neues Medium. Wenn man sich mal das Fernsehen anschaut, das war damals auch sehr verteufelt worden. Oder Videos und DVDs und sowas. Das ist alles immer so eine Generationssache, ne? Was neu ist, das wird erstmal kritisch beäugt. Und Videospiele gibt es nur schon ein paar Jahre, aber... Naja, es ist immer noch relativ neues Medium. So. Ich meine, sogar Bücher wurden nicht sofort positiv aufgenommen. In gewissen Zeiten wurden die sogar verbrannt, ne? Der Adolf, der Hitler, der Arsch, der Wichser. So, ey, hörst du auf? Ich bin ja froh, dass ich jetzt hier meine Meinung sagen darf. Dass ich sagen darf, dass ich Adolf Hitler scheiße finde, dass wir in einem freien Land leben, wo ich sowas darf. Ist doch schön. Meinungsfreiheit ist etwas Wunderbares. So. Dann wollen wir mal reingehen. Ja, wollen wir euch mal nicht länger auf die Folter spannen. Gucken wir uns die Welt doch einfach mal an. Die ist echt toll. Ich mag die. Ich soll auch sofort und als erstes, das hat mir der gute Black Flasher gesagt. Ich grüße an dieser Stelle nochmal Luigi. Ich habe ihn schon bei Geheimakte Tunguska... Oh, ihr wisst gar nicht, dass es das Projekt geben wird. ich grüße Luigi nochmal. Er ist in der Vulkanwelt endlich angekommen. Er hat 2 Jahre dafür gebraucht und er hat den Bauch voll Wasser und Träume und neckischer Ideen. Ich grüße den Luigi, der hat noch ganz viele Zahlen im Nick oder so, ich weiß es nicht genau. Da ist auf jeden Fall Luigi im Nick. Ich sollte mal grüßen. Ich bin keine Grüßbox, das habe ich schon mal gesagt, aber ab und zu mache ich es einfach mal. Bin ja netter. Bin ja ein richtig netter Let's Player. Und ich habe ja noch wirklich übersichtliche Zuschauerzahlen. Ich kann das ja noch machen. Ich kann es mir noch leisten. Ich kann noch jeden Kommentar lesen. Ich kann noch einzelne Zuschauer herauspicken. Ich erkenne sie noch bei dem Namen. Das geht anderen Let's Playern nicht mehr so. Ein Gronkh, der weiß nicht, wer ich bin, wenn ich da jetzt kommentiere.
Der hat keinen blassen Schimmer, da bin ich nur einer dieser gesichtslosen Typen, die da posten. Weil es ganz viele Tausende tun. Der PewDiePie hat sie ja jetzt deaktiviert, die Kommentare, aber da habe ich, glaube ich, schon drüber gesprochen. So, hier haben wir ein Zelt. Und in die Lava sollten wir nicht reinfallen, das wollte ich mal eben demonstrieren, so. Das ist nicht bemannt, das Zelt. Das habe ich jetzt für mich beansprucht. Hier werde ich jetzt mein Camp aufschlagen und werde hier ganz viel Spaß drin haben. Das ist auch eine Anspielung auf ein anderes Spiel. Und dieser Typ, den ich am... Was ist das denn jetzt? Hey, ich glaube, du hast nicht für eine Vulkantour gezahlt. Ich mache es dir heiß unter deinen Pelzfüßen. Ja, Mensch, wo war denn die Kasse? Ich möchte doch gar nicht. Ich möchte doch für diese tolle Aktion hier... Möchte ich doch auch bezahlen. Ich möchte einen angemessenen Preis hinterlassen. Ist ja ganz klar. Also mir wurde der Tipp gegeben, ich soll die Typen da oben als erstes ausschalten, weil sonst werde ich die ganze Zeit mit Feuerbällen beworfen und das ist relativ nervig. Ich konnte für die Vulkantour leider nicht bezahlen. Mir wurde nirgendwo die Möglichkeit geboten. Ich hätte es natürlich sonst gemacht, auch wenn ich kein Bargeld in meiner Arschfalte mit mir herumtrage. In meinem Rucksack ist gerade der Vogel drin, da habe ich also auch keinen Platz. Und ich werde wie immer diese Welt einfach chaotisch erkunden und hoffen, dass ich das Beste finde. Als nächstes werden wir dann die vierte Welt irgendwann abschließen und so weiter und so fort. Für die fünfte Welt brauche ich, glaube ich, tatsächlich den Move aus der Grundi GmbH. Dann könnte ich die aber auch schon abschließen. Und ja, jetzt sind wir hier oben. Das ist ja hervorragend. Wobei, nee, die vierte Welt, ich glaube, da kann ich noch nicht abschließen. Da muss ich, glaube ich, in die letzte Welt. Kann das sein? Ich glaube, ich meine, mich daran erinnern zu können. Ach, guck mal, Feuerteufel, ich liebe sie. Das sind die nervigsten Kreaturen in dieser Welt. Das ist sowas von abartig nervig. Die fliegen auf einem Aladdin-Gedächtnisteppich herum und fühlen sich echt geil. Guckt euch das an. Ich wollte sie... Das war jetzt nicht Absicht. Das sah so aus, als wenn es Absicht war. Ich gebe es zu. War es aber nicht. Das war einfach nur ungeschickt meinerseits. Das kennt ihr ja schon. So, Teleporter. Oh, da fängt er schon wieder an. Das ist auf jeden Fall sehr heißes Wasser. Das sollte ich meiden. Das ist sehr heiß. Das könnte mir den Arsch verbrennen. Was haben wir hier? Da gehe ich mal lang. Übrigens ist hier auch die hervorragende Eichelkäse-Folge entstanden. In genau dieser Welt, daran kann ich mich noch erinnern. Ich werde jetzt nicht davon anfangen. Nein. Warum ich da eigentlich mir wieder drauf komme? Schnackfahrt-LP, der meine Let's Plays normalerweise niemals guckt, hat gerade dann eingeschaltet, als ich über diesen Eichelkäse-Geschichte geredet habe. Das war... Nee, und Eichelkäse ist fubar und so, ne? Hab ich auch nicht. Oh Gott. Natürlich nicht. Wer sich regelmäßig wäscht, hat so einen Scheiß nicht. Aber gut. Nee, ich rede da jetzt nicht drüber. Nein, ich war gerade versucht. Nein. Ich will euch nicht traumatisieren. Lassen wir das. Da gab es auf jeden Fall etwas, was ich gesehen habe, was ich nie wieder sehen will. Ups. Och, Mann. Ich stelle mich auch gerade an wie so ein Vollidiot. Geh weg. Sag mal. Ich stehe auf Hitze unter meinem Hintern. Ich glaube, man muss mir auch echt Feuer unter dem Hintern machen, damit ich überhaupt den Arsch hochbekomme. Ich armer Benjo. Ah, wo kam Bahnhof? Ah, siehst du mal an. Hier hat sich doch auch das Kamel hingefliezt. Ja, das ist eine Folge voller Fails. Das ist nicht zu fassen. Das ist ja richtig erbärmlich, ist das. Was ich noch sagen wollte, das Kamel hat ja irgendwas von 2 Jahren gesagt. Ne? Ich glaube, zwischen Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie liegen auch 2 Jahre. Und der wollte wohl auch, wir kennen ihn schon aus dem ersten Teil, der wollte wohl die ganze Zeit in die Vulkanwelt. Und jetzt ist er endlich da. Ist ja famos. Das heißt, es gab diese Welten auch schon in Banjo-Kazooie. Und ich frage mich, ob in Banjo-Kazooie diese Welten auch schon komplett zerstört waren. Oder ob das erst aufgrund des Einflusses von Grundhilda geschehen ist. Wobei diese Welten gar nicht zerstört sind. Die sind ja friedlich in sich. Ich komme hier nur rein in diesen natürlichen Lebensraum und mache alles kaputt. Das habe ich jetzt gut formuliert, ne? Ich will nochmal in den Bahnhof. Ne, das ist nicht der Bahnhof. Ich höre hier jubelnde Massen. Jubelnde Massen? Das ist nicht Bahnhof. Wenn ich hier bei uns auf dem Bahnhof bin, dann sind da keine jubelnden Massen. So bekannt bin ich noch nicht. Ah, Steinballstadion Kolossal. Ja, hier können wir auch nochmal Steinball spielen. Ah, ja, stimmt ja. Wollen wir das auch? Hier wirst du auch wieder mit Feuerbällen bespuckt. Überall wirst du bespuckt. Man fühlt sich wie der letzte Dorfdepp, wenn man die ganze Zeit nur bespuckt wird. So, konnte ich hier irgendwas Interessantes, Famoses, Spektakuläres machen? Ich weiß es gerade nicht. Ich kann auf jeden Fall hier, glaube ich, das Ding kaputt machen. Und da sind Ploppschuhe. Das heißt, ich kann mich irgendwo ranploppen. Einmal geporbt, nie mehr gestorben. Ach nee, das war anders, ne? War das nicht diese Pringles-Werbung? Das ist, glaube ich, ein bisschen anders formuliert. Wobei, andersrum passt es auch, ne? Glaube ich. Also. Ah, okay, okay. Zeitlimit oder was? Bitte kein Zeitlimit, dann habe ich schon mal aktiviert und dann kann ich mich in Ruhe... später darum kümmern. Wehen Zeitlimit. Komm, lass das. Ihr seid nicht Donkey Kong 64. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Donkey Kong 64 hat ja so viele Zeitlimits, da kannst du ja gar nicht mehr mitzählen.
So, und ich glaube, ich muss dann sogar einen Schlag in die erste Welt machen, damit ich mich verwandeln kann, damit ich dieses Steinballturnier gewinnen kann. Weil nur als Steini kann ich natürlich mitmachen, als Benjo werde ich da nicht eingeladen. Das ist Diskriminierung gegenüber Bären. Braunbären. Ich bin ein hübscher Braunbär. Da kann ich rein. Da sind Eier. Was ist da unten? Muss ich jetzt extra nachgucken? Oh. Ah, ein Eingang. Wohin mag mich dieser führen? Ich glaube, der führt mich tatsächlich in die erste Welt. Tatsächlich. Das heißt, ich könnte jetzt tatsächlich mal das Steinballturnier machen. Und wisst ihr was? Das machen wir doch mal. Das ist doch ein schöner Auftakt. Na komm. Dann verwandeln wir uns eben. Und dann geht er los. Ich habe ein bisschen Zeit eingepackt. Ich kann ruhig eine längere Aufnahme machen, wenn es länger dauern sollte. Ich hoffe mal, dass man da auch nur ein Puzzleteil gewinnen kann. Und das nicht so ist, dass ich da irgendwie 50 Runden spielen muss. Ich finde dieses Steinball-Gemetzel eigentlich jetzt eher weniger. Ich bin ja auch in echt kein Fußballfan. Sagen wir es mal so. Ich finde Fußball tierisch langweilig. Ich gucke das zur Weltmeisterschaft, weil da gucken es ja alle. Und da finde ich es manchmal auch spannend, ein bisschen mitzufiebern mit der deutschen Mannschaft, die ja jetzt Weltmeister geworden ist im Jahre 2014. Das ist eine Leistung an sich, aber da redet jetzt auch schon keine Sau mehr drüber. Ich meine, da haben zwei Tage später schon keine Leute mehr drüber geredet, dass wir Weltmeister sind. Das ist eigentlich ein Riesenereignis, ne? Aber da redet doch eh keiner mehr nach. Ist ja auch eigentlich so beliebig egal, ne? Ich meine, das sind First World Problems, ne? Woanders sterben Menschen und wir reden... Nee, das ist wieder Gutmenschentum, was ich hier gerade versuche. Das ist auch Blödsinn. Genieße den Moment und... Habe ich auch immer gehasst, ne? Wenn ich meinen Teller nicht aufgegessen habe, ne? Hier, denk an die Kinder in Afrika und solche Geschichten. Nee, eigentlich hat man mir das nie gesagt, aber es gibt wohl Leute, denen das so gesagt wird. Das ist doch albern. Das ist echt albern. Ne? Habe ich immer gesagt oder hätte ich dann gesagt... Nee, bei mir wurde immer der Spruch gebracht, dann gibt es kein schönes Wetter. Das ist, ja. Auch nicht schlecht. Ja, aber da habe ich mal versucht, den Spruch zu bringen. Ja, dann pack da doch ein und schick das hin. Ja, echt mal. Wir können die Welt nicht retten. Wir können sie zu einem besseren Ort machen, aber das, was ich über Vegetarier und Veganer ja gesagt habe, ne, dass ich Tiere und so und dass ich Fleisch ja gerne esse, es ist ja an sich gar nicht so unsinnvoll, dass man Fleisch wieder ein bisschen seltener genießt und das zu etwas Besonderem macht. Wir konsumieren einfach viel zu viel. Willkommen zur Meisterschaft im Steinball-Kolossal. Hier läuft alles ein bisschen anders. Du gewinnst mit der niedrigsten Punktzahl. Wir befinden uns am Anfang des Viertelfinales. Ich gewinne mit der niedrigsten Punktzahl, genau so war das. Ne, also ich finde, wenn man Fleisch, dieser übliche Sonntagsbraten, der damals so bekannt war, dass man sich dann einfach auch wieder teureres und wertigeres Fleisch kaufen kann, weil man eben das nicht als Massenkonsum sieht. Dann ist Fleisch nun mal auch teurer, aber dann ist es auch was Besonderes. An sich eine gute Sache, die ich auch durchaus unterstützen würde. Beziehungsweise auch tue. Ich esse nicht jeden Tag Fleisch. Wurst esse ich tatsächlich fast jeden Tag, das muss ich zugeben. Da kann man jetzt natürlich auch wieder, das kann man auch verwerflich sehen, aber... Ey, hör auf mir Punkte reinzuschummeln, du Affenkopf, du. So, wir müssen jetzt einfach den anderen Tore zuschieben, weil wir dürfen keine Punkte haben. Und das ist schon, ich finde das wesentlich schwieriger. Ich sollte jetzt dem Roten mal was reinpfeffern. Wesentlich schwieriger als andersrum. Ich muss den anderen mal dringend ein paar Punkte reinhauen. War gut, dass die auch so ein bisschen gegen sich selber spielen, aber auch gegen mich, die Arschkrampen. So, ich liege in Führung, glaube ich. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch mein Tor blocken. Dann habe ich gewonnen. Ich blocke mein Tor. Ich bin der Torwart. Ich bin, wie heißt der? Manuel Neuer. Der war der Torhüter der deutschen Nationalmannschaft. Genau. Er ist es wahrscheinlich immer noch. Weiß ich nicht. Kann sein. Du hast das Viertelfinale gewonnen. Jetzt kommst du in das Halbfinale. Ne, das hat auch hier der Lorena Zorro hat das auch geschrieben. Mit dem Fleischkonsum, dass er das so praktiziert und das finde ich vollkommen in Ordnung, wie du das machst. Ist absolut okay. Und auch umweltschonend ist ja auch so ein Argument, das stimmt ja auch, ne? Es wird wesentlich mehr Energie verursacht für die Fleischproduktion mit den Anbauflächen und ne, was die Kuh so ausscheißt und furzt. Das ist nun mal so. Ne, da könnte man auch lange drüber reden, aber weißt du was? So, jetzt ist es natürlich geil, wenn ich mir Minuspunkte gebe, das will ich auch. Muss ich eigentlich wieder nur bei mir Tore reinschießen. Also eigentlich relativ geiles Prinzip. Zack.
Weil der Lorenzo, das ist sowieso, du bist ein guter Mensch, ne? Kann das sein? Du bist auch hier so ein militanter Nichtraucher, so. Du bist so ein Gesundheitsfanatiker, kann das sein? Finde ich auch vollkommen okay. Das mit dem Rauchen hast du auch vollkommen recht, da kann ich auch gar nicht Gegenargumente bringen. Rauchen an sich ist scheiße, das ist nun mal so. Da gibt's nichts Positives. Außer, dass man seine Sucht befriedigt, aber das ist ja nichts Positives. Ne? Und wenn man sagt, man raucht gerne, ja, mal gut, ich rauche auch ganz gerne, aber das ist ja nun mal... Das wiegt ja die negativen Sachen nicht auf, ne? Unentschieden? Ach scheiße, das habe ich gar nicht gesehen, dass der Lilane so viel hatte. Ja, natürlich ein weiteres Spiel. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen hier. Vor allem den Lilanen, da ist der, den Lilanen. Den lila Launebär da, den werden wir erstmal schön auf den Sack nur hauen hier. Yeah. So. Zack. Nicht lang schnacken, mal hinne da. Nein, hör auf, mir die Bälle wegzunehmen. Man kann leider nicht allzu hart schießen. Von hier hinten könnte ich zum Beispiel kein Tor erzielen. Weil wir doch ein bisschen schwach auf der Brust sind, scheinbar. Mein Juck, oh, mein Ohr juckt. Mein Ohr juckt. Während der Aufnahme das Ohr jucken. Das ist nicht so schön. Zack. Lorena Zorro. Da muss ich mal an One Piece denken. Das ist wahrscheinlich auch der Sinn bei dem Namen. One Piece. Ja, habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, was da momentan abgeht. Ich habe auch den Manga nicht mehr gelesen. So, das sieht eigentlich ziemlich gut aus für mich. Der hat mir sogar ein Tor reingeschossen, der Vollidiot. Hey, was soll das denn? Weil auch mit mir zu tanzen hier. Wir sind hier nicht in einer Tanzveranstaltung. So, das war's. Thank you very much. Da habe ich ja gewonnen. Das ist ja super. Ja, super. Dann haben wir in einer Folge dieses Steinballturnier abgehakt. So, jetzt kommt das Finale. Oh. Ja, ja, okay. Show me a move. So, ich glaube, da kommen noch andere Bälle dazu. So diese Explosionsbälle, womit ich die Gegner dann so ein bisschen stören kann. Faulen kann. Gut, dass es hier keine gelben und roten Karten gibt. Ich bin also relativ frei, was das betrifft. Steinball-Kolossal. Du bist nie der Kolosseum-Champion. Das wollen wir nochmal sehen, Freundchen. Ne? Das wollen wir mal sehen. Ich werde sowas von der Champion. Ich werde der größte Champion ever be. Ich muss eigentlich nur mein Tor aufhalten jetzt, ne? Die machen schon den Rest. Bei den Lilanen muss ich auch ab und zu mal was reinhauen, sonst gewinnt der. Unentschieden gibt's hier leider nicht. Sag mal, was ist denn da los gerade? Hallo, hallo! Könnt ihr mal chillen? Ey, die wollen, glaube ich, gerade... Die haben es gerade auf mein Tor abgesehen, die Arschkrampen. Nein! Falscher Ball! Ich dachte ja den roten. Nein! Alter! Das ist gar nicht so einfach. Fuck. Das ist echt nicht so einfach gerade. Ich muss wohl ab und zu auch mal diesen Move hier benutzen. Na. Ja, da habe ich verloren. Ich verkackt. Hab ich nicht geschafft. Oh je. Oh je. Ja, natürlich werde ich nochmal machen. Wunderbar. Das ist so ein wunderbares Spiel. Das möchte ich einfach den ganzen Tag spielen. Den ganzen Tag. Und ich möchte nie damit aufhören. Das ist doof, das Spiel. Jetzt wird es richtig knackig noch, wird richtig haarig. Und weil ich ein Bär bin, muss das Spiel nicht haariger werden. Da muss ich mal ein bisschen in die Offensive gehen, scheinbar. Warum ich mir jetzt einen roten reinhaue, weiß ich auch nicht. Nein. Nein! Solange bei mir nichts reinkommt. Ah! Yeah! Friss das böse nicht! Oh, scheiße, das bin ich selber. Dö, 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 dö. So. Schön. Schaltet euch ruhig gegenseitig alle aus. Kann ich mitleben. Und jetzt kriegt ihr nochmal schön volle Breitseite. Hier, guck mal hier. Was zu spielen für euch. Ja, das macht Spaß, oder? Das ist Spaß für die ganze Familie. So, jetzt bin ich punktemäßig schon ziemlich weit vorne. Ja, den hast du nicht reingekriegt, weißt du? Du mit deinem schwachen Fuß. So, gewonnen. Sehr schön. Kriege ich jetzt ein Puzzleteil? Kriege ich jetzt ein Königreich für ein Lama? Kriege ich jetzt, weiß ich nicht, guter Film übrigens, sehr lustig. So, hallo. Nee, habe ich noch nie gesehen, den Film. Egal. Bekommen wir eine Trophäe? Natürlich. Geil. Merci. Aua. Willst du noch was irgendwie? Willst du mir noch was vertellen? Gehe durch eine der offenen Türen, wenn du spielen möchtest. Nee, ich habe ja schon gespielt. Das reicht mir für heute. Das langt. Ich
bin da nicht so. So, wie komme ich jetzt wieder zurück hier? Wo war der Ausgang? Wo war der Ausgang? Da la 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 la. Ich muss mich zurückverwandeln. Da unten war das. Ich bin Peter Maffay. Ne, bin ich Peter Maffay. Warte mal, Peter Maffay war Peter Maffay? Ne, das war Udo Lindenberg. Ne, Udo Lindenberg auch nicht. Was laber ich für einen Scheiß? Karel Gott? Wer hat denn das Intro von Biene Maja gesungen? Da war doch Karel Gott, oder nicht? War das Karel Gott? Das ist ja furchtbar. Da läuft nämlich momentan dieser komische 3D-Biene Maja-Film. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der gut ist. Aber ich fand bei Biene Maja auch immer scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war immer scheiße. Das war so happy und hier und da. Das war einfach für mich nichts. Ich brauchte Blut und Morde. Ich habe als Sechsjähriger schon harte Filme gesehen, die eigentlich gar nicht war. Aber das Kinderprogramm hatte ja damals schon viel zu bieten, ne? Muss man sagen. Biene Maja war jetzt nicht so mein Ding. Sowieso das Kika-Programm, das war so weichgespült. Ab einem bestimmten Alter war ich dann mehr so das Super-RTL-Kind oder RTL-2-Kind. Da konntest du das Programm auch, da konntest du nachmittags nach der Schule einschalten, da konntest du bis 20 Uhr, 21 Uhr, konntest da nonstop Fernsehen gucken, war immer was, was du Bock hattest. Also da konntest du wirklich an regnerischen Tagen den ganzen Tag fernschauen, das war... Das ging einfach. Ne? Heute wäre mir das zu langweilig, aber damals, da hattest du ja keine Alternativen. Hast noch ein bisschen am PC daddeln dürfen, aber da waren die Zeiten noch limitiert. Da hat Mutti ja noch gesagt, hier, heute nur eine Stunde oder so. Und jetzt mache ich, was ich will. Jetzt könnte ich auch die ganze Nacht hier gerade dieses Spiel spielen, aber das würde mir ja nicht allzu viel bringen, ne? Ich spiele jetzt die ganze Nacht dieses Spiel. Das ist eine gute Idee. Ich mache einfach nichts anderes mehr. Ich spiele das Spiel jetzt durch, am Stück. Ach so, falscher Ausgang. Das wäre mal eine Challenge, ne? Einfach mal 24 Stunden Banjo-Tooie spielen. Mal gucken, wann mir mein Mund abfällt. Sowieso 24 Stunden irgendwas zu Let's Playen, die ganze Zeit nur noch nonstop reden. Meine längste Session mit Pausen war mal so, da war ich einen Urlaubstag, da habe ich halt nichts anderes gemacht. Das war so, 6, 7, 8 Stunden war das schon. So mit kleineren Pausen immer zwischendrin, mal was getrunken, mal was gegessen, ne? Aber da habe ich schon mal nonstop, habe ich schon mal gemacht. Ging auch, aber irgendwann ist ja auch mal die Luft raus. Da denkst du auch, boah. So, ich will jetzt mal gucken, was in einem anderen Eingang war und dann will ich mal gucken... Wo war denn der? Der war da. Wo ich denn da hinkomme. Und dann möchte ich mal gucken, ob ich da nochmal den Plopschuh da nochmal hochgehe. Das wird ja auch irgendwas zu bedeuten haben. Außerdem kann ich mich hier trennen. Auch das wird irgendwas zu bedeuten haben. Und hier haben wir... Ach, guck mal, da haben wir den Jinjo, genau. Den holen wir uns auch mal eben. Den können wir mit goldenen Federn, glaube ich, holen. Ab und zu werden sie dann doch nochmal verwendet. Eher selten, aber ab und zu doch. Und... Jinjo! Ja, von den schönen Schokobrauen fehlt uns auch noch einer. Zack. So, wollen wir jetzt auch noch mal ganz kurz mit dem Plopschuh? Wollen wir mal unsere Neugier befriedigen? Machen wir das mal ganz kurz? Ja, komm, was soll's. Machen wir das mal eben. Ich glaube, das ist aber tatsächlich etwas, was ich gar nicht machen kann, oder? Ah, ich weiß das nicht. Das ist alles so complicated. Ah, nee, ich werde überfordert. Dieses Spiel überfordert mich. Ich weiß überhaupt nicht, wozu ich hier eine Trennplatte habe. Sowas verwirrt mich auch immer, dass sie so einen Scheiß hier einbauen. Ich weiß immer nicht, wofür. Komme ich jetzt nochmal zu den Plopschuhen hin? Hier ist ja auch alles ein bisschen zerstört, ne? Ich weiß auch, woran das liegt. Wenn irgendwelche Typen von oben da die ganze Zeit irgendwelche Gift und Galle spucken, dann wird auch irgendwann mal hier die Einrichtung zerstört, ist ganz klar. So. War denn der Eingang? Ach, guck mal, da komme ich auch anders hoch. Naja, egal. Ich bin ja jetzt als... Dann soll ich wahrscheinlich mit Kazooie da hoch, sonst hätte ich keine Plopschuhe, weil wenn ich da eine Kette habe und dann was für Kazooie. Ja, ich gehe erstmal mit der Kette da hoch, guck mal, was da oben ist. Das ist bestimmt irgendwas, was ich mit Kazooie machen muss, sonst würde ich mich hier nicht trennen müssen. Ja, das ist ja mal richtig dumm. Kommt man da überhaupt hoch oder muss ich die vorher zerstören? Oh, echt. Das ist genauso wie diese Drohnen, die sie da reingebaut haben. Was soll denn der Scheiß? Oh ja, genau. Spuck mich an, du Sau. Gib's mir. So. So, du selbstgefälliges. So, Spawnrate wahrscheinlich 5 Sekunden. Also wir sollten uns sputen. Herr Sputnik. Da oben ist ja gar nichts. Ich glaube, ihr wollt mich trollen, oder? Was soll so ein Mist? Boah, ey. Ficken. Aber sowas von. Ficken. Tut mir leid für diese vulgäre Ausdrucksweise. Manchmal muss das sein. So, ich gehe jetzt hier raus aus dem Bahnhof. Ist mir egal. Nein, ich mach das jetzt. Ich will die Plopschuhe jetzt benutzen. Ich will wissen, was da oben ist hier. Kann nicht so schwer sein.
So, du kommst jetzt auch nochmal. Du kriegst auch nochmal dein Fett weg. Mehr, du Ausgeburt der Hölle, du. So. Jinjo, ich lass mich von dir nicht, verführen. Die Aufnahme ist, glaube ich, schon viel zu lang. Ach, keine Ahnung. Die können nicht lang genug sein. Plop, 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 plop. Da oben muss was sein. Sonst würde man da nicht hoch können. Ich sehe nichts. Ah, danke. Zack. Was haben wir jetzt hier? Plopschuh, um wieder runterzukommen. Das ist ja hervorragend. Aber auch einen Ausgang, der hoffentlich irgendwas revealen wird. Irgendwas, wird er mir zeigen. Er wird mir was offenbaren. Mein wahres Ich. Zeig es mir. Eine Shito-Seite. Ja gut, hat sich gelohnt. Super. Hätte ich wahrscheinlich später vergessen. Jetzt habe ich sie gleich geholt. So, dann kann ich an dieser Stelle ja erstmal Tschüss sagen. Tschüss.